ist das Fachgebiet der Thorax-Onkologie in drei Worten sicherlich Lungenkrebs, Innovation, Medizin-Nobelpreis, aber auch tatsächlich engmaschige Patientenbetreuung. Wir versuchen, die Patienten ganz eng zu betreuen. Es gibt einen hohen Redebedarf. Wir müssen uns teilweise viel mehr, als dass wir uns um die Medikamente kümmern, um die Patienten kümmern. Wir setzen uns lange hin, setzen uns mit denen auseinander. Das Beste an meinem Fachgebiet ist, dass wir aktuell wahnsinnig viele Innovationen haben. Wir bringen tatsächlich was voran in der Thorax-Onkologie. Die Patienten sind erstmals richtig mit einer Hoffnung am Start. Das heißt, dass sie, wenn sie ihre Therapie starten, es anders als vorher, als vor ein, zwei Jahren, wirkliche Möglichkeiten gibt, dass man auch das Abitur seines Kindes erlebt, dass man vielleicht auch länger planen kann als das nächste halbe Jahr, dass nicht mehr alles nur hoffnungslos ist. Es geht voran. Man steht nie still, man muss sich ständig neu bilden, man muss ständig neue Sachen lernen und das macht es jeden Tag neu und spannend. Ich glaube, das wird ein witziger Abend und wir werden miteinander, gegeneinander antreten und die Chancen stehen wahrscheinlich 51-49 für mich.